What Wagner in these particular four Spiele gives is a relative straightforward statement of the various thematic materials that we'll be confronted with during the evening, albeit with a certain amount of musical structural development. But above all, he prepares the listener for the confrontation of dramatic conflict and resolution that one will feel as the opera begins. In this way, it's seamless with the opera then that follows. The audience has been prepared psychologically for a tremendous Erwartung, or anticipation, for what then will happen with this material. Wer ist Kundry? Wer ist sie? Es kommt sehr vieles an Erklärung durch die Musik, die sie begleitet, die viel Chromatik, die mit ihr immer mitgeht, das Unergründliche, nicht aufgelöste, ja eigentlich eine Frau in all ihren Schattierungen, in jeder Daseinsform, in jeder Kultur. Für mich ist sie unergründlich und unendlich. When we first see Kundry and Amphortas together, there's something rather more subconscious. We, in this particular production, we play sort of try to show this sort of enigmatic recognition, but non-recognition, some sort of reaction. But in fact, it is not in Amphortas' consciousness what truly transpired or who this woman is when he first sees her.
We first see him in his day-to-day trying to find some sort of relief from this wound. He's around people who think that his wound is an earthly temporal wound, and baths will help and salts from Arabia will help and all sorts of things will help. But in fact, the only thing that ever can help is to reconcile his God and his actions again. And of course, to pass on this great responsibility.
Amfortas ist verführt worden durch Kundry, Klingso entreißt ihm den heiligen Speer, schlägt ihm die Wunde, die nicht heilt. Amfortas und die Ritter symbolisieren die geschlossenen Gesellschaften, die religiösen Ideologien, die kultischen Vereinigungen. Ursprünglich mit einer guten Absicht angetreten, Menschen in Not zu helfen, ihnen nahe zu stehen, haben sie sich im Laufe der Zeiten von ihren Ursprüngen und ihren menschlichen Impulsen entfernt und haben sich in brutalen, kann man sagen, Machtkämpfen aufgerieben. Amfortas, die Wunde des Amfortas, ist unsere Wunde. Es ist die Wunde der Zivilisation. Amfortas repräsentiert die Leidensgeschichte der Menschheit. Bewege den Felsen nicht. Der Felsen bewegt sich. Ob jetzt durch irgendeine Ahnung von mir oder nennen Sie es Energie von mir als Kundry, ob er sich dadurch bewegt oder ob er sich einfach aus sich heraus bewegt, weil das Schicksal es jetzt gerade so will und ich habe es erahnt, das kann man nicht entschlüsseln. Nichts weißt du, was ich die frage. Jetzt meld, was du weißt, denn etwas musst du doch wissen. Ich hab eine Mutter, Herzeleide, sie heißt. Im Wald unter wilde Aue waren wir heim. Begab die Toten. Und schuf ich mir selbst, wollst die wilden Adler zu verscheuchen. Doch Adrin scheint
bist du selbst und hoch geboren. Warum nicht ließ deine Mutter bessere Waffen nicht lehren? Die Vaterlosen gebar die Mutter, weil es im Kampf geschlagen gab und ritt. Vor gleiche frühen Heldentod den Sohn zu wahren, waffenfremd in Höhen, erzog sie ihn zum Turn. Betören! Ja! Und einst am Waldesauer vorbei, auf schönen Tieren sitzen, kamen glänzende Männer. Ihnen wollte ich gleichen, sie lachten und jagten nach Wacht. Nun lief ich nach, doch konnte ich sie nicht erreichen. Durch Wehennisse kam ich per Lauf herab. Oft ward es Nacht, dann wieder Tag. Mein Bogen musste mir frommen gegen Wild und große Männer. Schreck und Riesen, Kampf an die Kraft, die Fresse, die Knaben, der Tod. Wer fürchtet mich? Sag! Die Bösen! Die mich bedrohten, waren sie bös? Wer ist gut? Deine Mutter, der du entlaufen, und die um dich sich nun hält und greift. Parsifal enters this strange, unknown world. He sees many different characters dressed in clothes he has never seen before. He's a boy from the woods, from the jungle, who is just used to the wildlife and the animals. He's thrown into this new world of human beings that he has only seen from afar. Before, he just has knowledge of his mother and the sad story of the death of his father. So he wanders into the woods. He shoots, he hunts, he feeds himself. This particular day he shoots a swan that happens to be in the neighborhood of the Grail and the Grail Knights. They capture the swan. He watches it taken into this holy place that he sees. They question him, who are you? Where are you from? He has no answers. He hasn't spoken to many peoples before. Parsifal tritt in diese Welt ein. Es ist eine zerstörte Welt. Es ist eine Welt, die im Verfall begriffen ist. Sie sehen das hier in unserer Inszenierung. Es ist der Vorhof zur Gralsburg am Beginn der Oper. Sie sehen Wände, die einfach darauf hinweisen, dass hier Attacken stattgefunden haben. Ein riesiger Meteorit ist eingeschlagen. Man spürt, es funktioniert hier nicht mehr. Und das ist nicht weit hergeholt, wie ich empfinde. Wagner in seinem Text auch weist darauf hin. Gleich zu Beginn sind die Knappen eingeschlafen. Das würde in früheren Zeiten nie passieren. Ein wichtiger Gralsritter hat sich vom Orden entfernt, ohne einen Urlaub. Man sieht, wie der König in diesen Vorhof eintritt, ohne bemerkt zu werden von Gurnemanns und den Knappen. Mit anderen Worten, wir deuten darauf hin, dass diese Welt im Verfall begriffen ist. Parsifal tritt in diese Welt ein, was ein Tabubruch ist. Es ist ein Naturimpuls in eine völlig tote, degenerierte, dekadente Welt. Und in dieser Welt werden, was die Inszenierung, glaube ich, deutlich macht, werden nur noch sinnlose Rituale zelebriert, die nicht mehr funktionieren. Die Rolle von Titurel findet eigentlich hauptsächlich statt, bevor die Oper anfängt. Der hat den heiligen Speer und den Gral empfangen von den Engeln und aufbewahrt. Und als sein Sohn sein Amt übernimmt, dann gehen die Dinge erst schief. Mein Sohn,
Amphortas, bist du am Amt? Soll ich den Gral heut noch erschaun und leben? Muss ich sterben von Rette ungeleitet? Really do many times try and force Amfortas to open the grail, because for them the opening the grail, receiving the light, the blood, the wine of the ritual is the thing that feeds them and strengthens them. And so they need this desperately to survive, and they really do force Amfortas, and they push him back, and he tries to fight against it. And he begs for erbarmen, he begs for mercy, and they're completely pitiless. And we really worked with the men to show through their backs, because you only see their backs in this moment, but we did work hard with the men to show through the backs this pitiless attitude to Amfortas. He sees a wound of an injured human being, which again, he hasn't seen before. He begins to realize that something has caused this human suffering. He's not quite sure how to explain it, and after the ceremony that he has watched with great fascination, the older Gunamant says to him, "Do you understand anything that you've seen?" He's confused, he doesn't quite realize what he has seen. Gunamant says, "Leave, you are a fool, you don't understand anything." So Parsifal runs away. Was stehst du noch da? Weißt du, was du sagst? Du bist doch eben nur ein Toll. Dort hinaus, deine Wege zu, doch mit dir Gurlemanz. Lass doch hier künftig die Seele in Ruhe und suche dir Gänsehaar die Gans. The
first time I've agreed to put Parsifal onto the stage or to collaborate with the stage production is this production with Niklaus Lehnhoff. The fact that Niklaus Lehnhoff and I could speak in great detail about musical content specifically related to compositional structure was very, very inspiring and exciting. And the fact that Mr. Lehnhoff decided to take the approach whereby he would tell the story. And by telling the story, I don't at all mean in a banal or a realistic way, but in a sense to have an internal development of each character following a coherent dramatic thread from the beginning of the opera to the end, such that after this theatrical journey, one has a much deeper sympathy for the various perspectives of each one of the main characters, including the chorus in this case, and such that by the end of the evening, one has felt and lived through a true evolution, dramatical and theatrical evolution of the so-called story that's taken place. Wir sind ein Symphonieorchester und sind gewohnt, den Dirigenten wirklich für uns zu haben und nicht, dass der Dirigent sich noch um anderes Geschehen kümmern muss. Hier in der Oper ist doch die Hauptaufgabe, dass beide Ebenen koordiniert werden über den Dirigenten. Genauso ist es für uns schwierig zu begleiten, wenn wir die Sänger weder sehen noch hören können. Wenn wir auf der Bühne Sänger begleiten, ist das oft gar kein Problem, weil man sowohl den Dirigenten hat, als auch die Atmung des Sängers verfolgen kann. Das fällt hier schlichtweg aus. Ja, genau. Und dadurch ist es noch viel wichtiger, dem Dirigenten zu folgen. Man kann sich eigentlich keinen Moment leisten, nicht hinzugucken, weil sonst die beiden Ebenen auseinanderbrechen würden. Before the opera starts, Klingsor wanted very much to be a knight of the Holy Grail. And he set his entire consciousness on this goal. He was unable, though, to maintain the conditions of a Holy Grail's knight. That is the purity, the Keuschheit, I can't think of the English word. That means he needed to stay pure, no sexual relations with women. All these things he was unable to fulfill. He was maybe the side of man that we all have in us, and he could not stop that side. So he tried through a trick to become pure. And by doing so, he castrated himself so that he would no longer have a sexual drive. But losing your sexual drive doesn't mean you lose your mental sexuality. And he was never able then to become this pure person that he needed to be in order to become a Grail's knight. And he then set himself against the rest of the knighthood and in an eternal fight for this purity and for the power of the Holy Grail. Zeit ist da. Schon lockt mein Zauberschloss den Toren, den kindlich jauchzend, wär ich nah an sie. Im Todesschlafe hält der Fluch. Ich den Krampf zu lösen weiß. Auf denn ans Werk!
herauf zu mir. Dein Meister ruft dich, Namenlose, Urteufelin, Höllenlose. Errührt warst du, und was noch? Hungrige dort, hungrige hier. Hierher, die Herren, hungrig. Dein Meister ruft, herauf. Sie lebt schon natürlich immer zwischen diesen beiden Welten hin und her. Wer weiß, wo noch? Das ist vielleicht auch noch offen. Sie kann sicherlich auch woanders noch hin und her schweifen. Nur in der Oper kommen halt nur diese beiden Welten vor. Aber letztendlich wird sie sicherlich spüren, ich sage jetzt bewusst nicht wissen, sondern spüren. Sie wird spüren, dass sie nur dort wieder erlöst werden kann, wo sie in diese Urschuldsituation gekommen ist. Das heißt, dieses Verlachen, dieses Nicht-Mitleid haben, also auch da das große Thema der Oper betrifft sie ja auch. Weckte dich ein anderer. Hey! Ja, mein Verlust! Kundry irrt durch die Jahrhunderte. Sie hat Christus am Kreuz verlacht und fluchbeladen, irrt sie durch die Zeiten, durch die Jahrhunderte, ohne die Sehnsucht nach Tod und Erlösung zu finden. Es ist im Grunde genommen ein weiblicher Ahasver, der sich ständig verändert, andere Gestalten, andere Identitäten annimmt, von einer Haut in die andere schlüpft.
Und sie kommt sozusagen mit Beginn der Oper, kommt sie in das Räderwerk zweier Machtblöcke. Auf der einen Seite haben wir die weiße Magie mit Amfortas und seinen Gralsrittern. Auf der anderen Seite haben wir die schwarze Magie mit Klingsor und seinen Blumenmädchen. In Act Two, he enters a magic garden, again a place he's never been to before. He's intrigued by flower maidens. They're singing, they're wanting to play with him. He's never met anyone who wants to play with him before. Eventually, they surround him too much. He feels uncomfortable. He pushes them away. The Blumenmädchen are supposed to be very seductive, but actually, revealing a lot of your body is not always very seductive. Sometimes it's far more interesting if it's all in the promise and not in the delivery. And really, this is the Blumenmädchen's role. Klingsor sends them to entice Parsifal, but they are not the ones who will ultimately seduce him and break his purity. This job is specially reserved for Kundry. And so one has to sustain a very long scene, which is all about seduction and enticement, without ever actually seducing Parsifal. And Wagner does it brilliantly in the music. He's juggling up to 12 lines of harmony at a time, so you get this rich texture of very voluptuous music, but it's always just pulled back from the brink, which is what we really worked with also on the choreography, that it's all about he's allowed to look, but he can't touch. He can pass through them, he can smell their perfume, but he can't have any physical contact with them, and they are completely untouchable. Their arms are completely shrouded, their hands are completely shrouded. So they have to express themselves through these long trumpet lily sleeves that they wear. So they're sort of almost like man-eating plants, but they don't consume him. That's Kondre's job. And as they leave, he hears the voice, a name he recognizes and remembers perhaps. This was my name, I was called this perhaps as a young boy. Oh.
She tells him his story, or a story that he begins to say, "This is my story. I remember my mother telling me this, of my father, of men coming in armor and suits, and in the distance I could see the horses." And she brings him closer and closer to her. He's needing warmth and embracing because he's feeling very sad of the story that he's told, that it's his fault that perhaps his mother has died through her sorrow of his departing and leaving her alone in the woods. In dem Moment, als Kundry ihn verführen will, spürt Parsival auf einmal die Zusammenhänge, die er im ersten Tempel, als er die Rituale gesehen hat, nicht verstanden hat. Vor allem Amfortas mit seinem Leiden, mit der nie sich schließenden Wunde. Und wie in einer filmischen Überblendung sieht er auf einmal die ganze Szene vor sich. Und langsam fällt der Groschen und er sieht die Konsequenzen, die daraus entstehen oder entstanden sind. Er verweigert sich Kundry. Kundry versucht, ihn wieder einzufangen und macht das auf unglaublich raffinierte Weise und versucht, nachdem sie spürt, dass er sich ihr verweigert, versucht sie, sein Interesse auf ihr Leiden umzulenken. Und erzählt ihm, was ihr passiert ist im Laufe der Jahrhunderte. Sie erzählt von dem verlachten Christus am Kreuze, dass sie schuldbeladen durch die Welt irrt, dass sie erlöst werden will, genauso wie Amfortas, wie Parsival, und dass er auch ein Interesse für sie haben sollte. Und wenn sie zu beide zusammenkommen, könnten beide auf diese Weise Erlösung finden. Technische Schwierigkeiten, die sind enorm. Allein dadurch, dass sie im ersten Akt eigentlich eine richtige Altistin ist, die Partie von einer Altistin gesungen werden sollte, also man braucht sehr viel Tiefe. Der zweite Akt ist teils sehr lyrisch, also es ist wichtig, die Zartheit hervorzuheben und auch wirklich Piano verführerisch und so weiter zu singen, aber dann eben auch die Kraft zu haben für alle Ausbrüche, die sehr in die Höhe gehen. Also es ist eine große Höhe gefragt, große Sprünge gefragt, viel Atem und viel Kraft gefragt. I don't think Klingsor actually knows 100% that he will lose this battle.
He just knows that he has never seen anything that looks so naive, so beautiful and naive coming to him. And he, of course, is fascinated by this. He loves Parsifal. And he is challenged by him, and he, I think, actually knows that Parsifal will beat him. He sends all his knights, and he seems to enjoy the fact that they're all beaten by Parsifal, one after another. It's for him a great joy, and perhaps that's because he knows his kingdom will end, and his suffering will be over too, if he loses this battle. He sends his ace in the hole, Kundry, and she, of course, can't win. So he comes at the end of the scene with the spear, hoping he himself will have the power. And in that moment, he loses everything. But also, it's the Erlösung, the salvation, that comes to Parsifal. Langsam, wotzig, langsam. Da fehlte noch eine Schicht. One of the key exciting elements of Leinhoff's concept, which for me I found revolutionary and also very, very exciting, inspiring, was particularly how he treated issues of male-female on the very, very many levels of which he approached it. Thank you.
The other aspect which I felt was very, very important is how Lehnhoff thought to portray the character of Amfortas. As we see in this production, Lehnhoff places Amfortas as a central figure, not only as a vocal presence, but actually within a dramatically pivotal role whereby Amfortas's actions and give a clue in terms of the internal relationships between the hierarchy, the ideas of succession, and really what the consequences will be paid from these Amfortas decisions. Thing for Parsifal is that the character does make a journey through the opera, and he doesn't come into the opera with knowledge. A lot of the other Wagner characters, Lohengrin, Erik, Siegmund, they have already a developed personality. Parsifal develops through the evening and reacting and listening to the themes and to the words and the expressions from the other characters. You can see the Parsifal grows up through the evening. After many years, Parsifal returns finally to the place the whole story began. He was cursed to wander for many years and to never find the home of the Grail and to find Amfortas again. He has been fighting for many years, protecting the spear. It has to return to its home and to Amfortas. Gunnemanns recognizes him as an older boy that he once was, and then recognizes the spear and says that the fool from Act One has returned with the holy spear. This is a miracle, a wonder. Kundry now is still in the scene. She's back as a servant of the Grail Knights. She comforts Parsifal again by washing his feet. They take off his armor. They try to revive him because he still has a certain part of his journey left to complete. Gewiss ist er.
Ein Wort noch zu Gurnemanns, der auch in dieser Inszenierung, glaube ich, einen anderen Stellenwert bekommt. Er ist für mich nicht der Evangelist, der am Rande die ganzen Vorgeschichten erzählt und Dinge kommentiert. Er ist der Traditionalist, er ist der Reaktionäre, der festhält an diesen alten Riten, die für ihn nach wie vor Sinn machen. Und er leidet, darum auch er hat den Boden unter den Füßen verloren, er leidet unter dem Verlust des Speeres und damit des Verfalls dieser Gralswelt und wünscht sich nichts so sehr, als die Dinge wieder zurückzuführen, dahin, wo sie hingehören. Mir hat ein hohes Werk hat er noch heute zu wirken, so weit in eines eigenen Land, so sei was ich noch geleitet. Gewisslich unser Herz die Ehre bot. Die Toten feiern als lieben Herr. Sie ruft mich selbst dahin. Den Krallo einmal ums Tat zu enthüllen. Des lang versäumten Amtes noch einmal heut zu walten, zur Heiligung des lieben Vaters, der seines Sohnes Schuld gehört, die den nun also und hier ist wichtig, dass sozusagen die letzten Überlebenden, die letzten Menschen über Ruinen anfangen zu kommunizieren und wie wir im weiteren Verlauf zeigen, wie Parsival und Kundry für sich Mitleid und Liebe entdecken, empfinden und dabei sind, es weiterzugeben. Für mich ist auch Kundry in dieser Verfallswelt diejenige, die zusammen mit Parsival die Wiedergeburt der Natur, den sogenannten Karfreitagszauber, ermöglicht. Es ist die Frau, das Weibliche, was ja aus dieser ganzen Männerbündlerei ausgeschlossen ist, was einfach die Ergänzung zum Mann braucht, um die Wiedergeburt zu ermöglichen. Karfreitagszauber.
is more physical than I've ever been as Amfortas, and also his apparent craziness, his apparent, you know, everything, his Verfolgungswahn, and his sort of King Lear moments, and his forgetfulness and his craziness, and his being part of the brothers but not being part of the brothers. All of these levels are extremely physical in this production, much more than I've ever played them before, which I find a great challenge, but also very realistic. This is a great warrior who has made himself lebendig begraben, as it were, buried alive in his own death. His anguish is so great, which is not just the wound, it's his own depression, his own soul is so torn apart, his life is so black, so desperate, so ripped apart that there's not a word that could possibly come out of him. All of this inertia of emotion and guilt, forsakenness, and yet somehow hope, I think has to be apparent in Amfortas all the time. No, it's just on the sides. It's a bit, because I have a bit of an oval head. Yeah, I know what you mean. It fits here, but not there. Sogenannte Eierkopf. Wie lange noch? What are we waiting for? Is it us? Did we miss it? Where's Harmony? Is he? Yeah, he's here. Yeah, Matti is down here. Just Matti, you're supposed to be on again. Matti. Mittag. Sollst du wieder da sein? Ja. Ach, ich hab's vergessen. Ja. Coming. Ich hab's vergessen, mach weiter! The wound is always there and the wound always hurts, but he has the responsibility that the soldiers require the energy of life from the showing of the Grail again, whatever that Grail may be. Whatever that religious service does, it reinvigorates and reunites all to their belief in God and their mission on Earth. And it is truly, literally a life force that Amfortas is responsible to unveil or reveal. And every time this happens, the wound becomes fresh again, and his pain becomes severe again. In Act Three of Parsifal, the knights are really on their last legs, literally. We want to give the impression that they're at the end of the world, they're at the end of their time, and that if the Rainer Tour doesn't come soon to rescue them, it really will be the end of the Knights of the Holy Grail. And so we worked with the men to really create this impression that they are on their last breath. And they really are saved in the last possible moment. So their costumes reflect this. The costumes are very broken down. They look like soldiers coming from a siege. And they're falling down. They're trying to support each other. But there is also a tremendous anger that has to come through their bodies and through their voices, and is also in the music, that they're really angry at Amfortas, that they insist that he uncovers the Grail one last time in honor of Titurel, their king, who's now died. Voll der Grall.
Parsifal übergibt den Speer an Gurnemanz, der Lord Siegelbewahrer sozusagen des Ordens von dem Heiligen Gral. Gurnemanz tritt in die Runde der Gralsritter ein, baut sich dort auf und alle vereinigen sich um den Gurnemanz. Parsifal tritt auf den Amfortas zu. Amfortas spürt und hört, dass der neue König gekommen ist, dass er endlich abtreten kann, sterben kann. Denn es verlangt ihm ja nach dem Tod, er kann nicht leben und kann nicht sterben. Und jetzt spürt er, ist die Stunde gekommen, wo er Frieden mit der Welt und mit sich schließen kann. Er steht auf, nimmt mit letzter Kraft die Krone, die Königskrone, und setzt sie dem neuen König Parsifal auf, umarmt ihn und bricht tot in seinen Armen zusammen. Kundry, die mit Parsifal und Gurnemanz gekommen war und auf dem Gleis geblieben ist, dreht sich zu Parsifal und macht eine Aufforderung, ihr zu folgen. Und Parsifal tritt zu Kundry und beide gehen zurück, wo sie hergekommen sind. Und am Ende dieses schwarzen Tunnels, aus dem sie aufgetreten sind, zeigt sich ein Licht. Ein Licht am Ende des Menschheitstunnels. Und sie gehen in dieses Licht hinein. Und die Gralsritter, die sich kniend um Gurnemanz alle vereinigt hatten, spüren, einige von ihnen spüren, vielleicht muss es einen neuen Weg geben. Vielleicht muss es einen Weg geben, der Abstand nimmt von allen religiösen Ideologien, die uns zu nichts gebracht haben, denn im Namen Gottes, wie wir alle wissen, sind die größten Verbrechen begangen worden. Es muss einen neuen Weg geben. Und einige von den Gralsrittern stehen auf und folgen Parsifal und Kundry. Thank you.
wo gehen Parsifal und Kundry hin? Sie gehen nicht unbedingt in wieder eine konkrete Welt mit ihrer Gesellschaftsordnung, sondern sie gehen irgendwo ins Licht, wie auch immer wir das interpretieren wollen. Jeder wird das auf seine eigene Art übersetzen, in der Art, wie er vielleicht religiös gebunden ist oder auch nicht gebunden ist. Und ich glaube, dass das sehr gut ist, auch da so eine Offenheit zu lassen. Wo gehen sie hin? Großes Fragezeichen.